Hexenkessel-Liebe, dein deutschsprachiger Podcast zum Thema Magie und Hexerei. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Hexenkessel-Liebe-Podcast. Wir hatten gerade schon direkt eine kleine Soundstörung, aber macht nichts. Ich habe heute Sam dabei. Sam, sag mal hi. Hallo. Und die Lea. Hallo. Unsere Neumond-Hexe. Genau. Ja, alles klar. Damit wir jetzt kurz ein bisschen aufloggern, habe ich noch ein paar Icebreaker-Fragen. Die meisten kennt man ja schon so, aber wir kennen Sam ja noch nicht so gut, deswegen wollen wir was von dir hören. Was würdest du sagen, was für ein Hexentyp bist du? Boah, das ist eine gute Frage. Ich habe mich da nicht in eine spezielle Richtung bewegt bis jetzt. Ich schaue mir von allem ein bisschen was an, immer noch. Mhm. Ich habe noch nicht das gefunden, was wirklich zu mir passt. Also ich bin noch am Suchen. Ein also eine suchende Hexe. Wahrscheinlich ein Eklektiker. Wenig, ja. Ja, cool. Lea, wie würdest du dich denn einordnen? Ja, es ist schwierig, so einen Begriff zu finden. Wahrscheinlich einfach durch den AIM-Zirkel wirklich hauptsächlich chaosmagisch arbeitend. Und sehr viel so antikes Griechenland unterwegs und am Himmelszelt mit der Astrologie. Aber ja, so ungefähr. Ja. Also eine griechisch-antike liebende Chaosmagierin. Ja. Magie, Hexe, wie auch immer. Ja, ja. Cool. Das nehme ich jetzt in meine Insta-Bio. Und das ist es ja. Kurz und knackig, nicht? Genau. ich würde mich halt einfach als Hexe der Chaosmagie bezeichnen, weil ich finde mal, also ich meine, bin jetzt keine Chaosmagierin, aber passt schon. Ja, und da ist dann alles mit drin. Alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Ja. Okay. Wenn ihr die Möglichkeit hättet, euch eine Stunde lang mit einer bekannten Person der Magie zu unterhalten, wer wäre das und warum? Oh, ja, jetzt hier so ein Banger. Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Aber ich glaube, dann würde ich so, also vorausgesetzt, es gibt die Person, aber ich gehe schon davon aus, dann würde ich, glaube ich, Circe nehmen. Weil die ist tot wahrscheinlich. Aber aus der griechischen Mythologie, ich denke halt, da basiert ja doch vieles auf realen Personen. Und ich finde so eine Circe ziemlich nice. Also so eine Hexe, die es halt einfach in die Mythologie geschafft hat. Ja. Würde ich einfach gerne wissen, was die für eine Präsenz so hat. Ich glaube schon, dass die auftritt und dann direkt alle sich denken, wow, wer ist die Schnitte denn? Die muss ja magisch sein. Ja, ist krass, ne? Weil es gibt so viele. Also ich würde mich zum Beispiel gerne mal mit Nostradamus unterhalten. Oh. Aber wenn ich jetzt mich irgendwie entscheiden müsste, wäre es vielleicht auch Aleister Crowley zum Beispiel. Oder auch einfach Starhawk, die lebt sogar noch. Ja. Ja. Ich glaube, vor Crowley hatte ich irgendwie Angst. Ja, wahrscheinlich. Ja. Wie wär's, wer wär's denn bei dir? Hast du auch jemanden, wo du sagen würdest, boah, ja, das wäre schon spannend? Also, ich fand es jetzt mit Circe zum Beispiel sehr interessant. Mhm. Das ist wirklich, wäre mal sehr interessant zu wissen, wie das da alles funktioniert hat. Aber so jemanden, den ich selber persönlich gerne treffen würde und mit dem ich mich unterhalten würde. Es gibt so viele eigentlich, mit denen man gerne mal sich unterhalten wollen würde. Also das ist, ich glaube, da könnte ich keine feste Entscheidung treffen. Das ja, ist wirklich. Ist auch schwer. Kommt vielleicht auch noch, wenn du dich mal auf ein Thema spezialisiert hast und da gibt es irgendeine Flaggfigur, vielleicht kommt es dann und dann denkst du dir so, boah, der wäre es gewesen. Oder die. Finde es interessant. Vielleicht können wir das ja dann irgendwann nochmal klären. Mal schauen. Okay. Ah, was habe ich denn noch? Wenn ihr, ich glaube, Lea, du hast das sogar schon mal beantwortet, aber du hast halt schon viel beantwortet. Wenn ihr nur noch eine einzige Sache so fürs
magische oder für den Alltag mit Magie nutzen dürftet, was wäre das? Ich habe letztes Mal so gesagt, Kerzen, gell? Ja, weil es praktisch, also weil es so gut klappt. Aber das ist wirklich schwer. Ich glaube, ich würde, also entweder würde ich umschwingen auf Kristalle, einfach weil ich so viel habe, und dann könnte ich sie magisch nutzen und dann wären sie nicht nur Deko. Aber dann, ich weiß nicht, ich liebe zwar Kristalle, aber da fehlt mir so ein bisschen der Wumms dahinter, so, den so ein Kerzenzauber macht. Ja, Kerzen sind schon geil. Ja. Ja. Aber ich denke, ich würde doch sagen, so Tarotkarten wären auch ganz nützlich. Ja. Und ich habe mittlerweile auch mein Lieblingsdeck gefunden. Ich habe mich durch viele probiert, wirklich. Das war anfangs sehr schwer. Ich habe auch eins bekommen, was ich nie wirklich angerührt habe, weil ich mich einfach nicht damit verbunden gefühlt habe. Und es ist jetzt wirklich nach vielem Rumprobieren und wirklich viel falsch auch gelegt, alles Mögliche, habe ich jetzt dann auch was gefunden. Und ich komme mit den Tarotkarten mittlerweile auch gut klar. Ja, cool. Also ich denke, ich würde ja entweder Kerzen wirklich oder Tarotkarten, ja. Was für ein Deck ist es denn? Also momentan habe ich leider wieder das Problem, ich schwank ein bisschen. Aber ich habe Modern Witch Tarot, das Modern Witch Deck habe ich auf jeden Fall. Das ist schön. Und dann habe ich auch noch eins, was ich von meiner Freundin bekommen hat. Das hat jetzt keinen besonderen Namen, es ist einfach so ein Anfängerdeck. Aber da sind die Karten nun mal kleiner. Und sie haben, sie haben ein schönes Grün und sind auch leuchten Gold. Nicht leuchten, aber sie glänzen halt so schön Gold. Und sie sind auch ganz schön, aber ja, ich benutze momentan beide. Ästhetik macht einfach was aus. Das Modern Witch ist aber auch mega geil, muss ich sagen. Also es ist echt so. Ja, aber ich hatte das auch mit meinem ersten Tarot-Deck, habe ich nicht so wirklich was anfangen können irgendwie. Ich habe es irgendwann noch verschenkt. Jo, kommt vor. Ich hab's noch. Was würde ich denn benutzen? Tja, ja. Gute Frage, nächste Frage, ey. Also keine Kristalle. Die sind bei mir nur Deko tatsächlich. Bei mir irgendwie auch. Ich glaube, auch wenn ich jetzt nicht so der Verfechter davon bin, aber ich glaube Räucherstäbchen tatsächlich, ich weiß nicht, die machen irgendwie so ein schönes Ambiente. Ja, ich mag das. Ja, macht auch was her. Ja, ich habe auch ganz viele, also ja, genau. Gut, dann steigen wir jetzt mal in unser Thema ein, endlich. Wir reden heute über Beltane. Ja. Oh ja. Das ist auch das nächste Fest, was bei uns halt ansteht. Und ja, da können wir jetzt mal ein bisschen drüber quatschen. Was ist das für ein Fest? Wo kommt das vielleicht her? Worum geht's? Und so weiter und so fort. Vielleicht können wir erstmal klären, was ist das für ein Fest und warum feiert man das und was feiert man? Hau du raus. So. Aber Beltane ist ein Feuerfest. Das kann man ja schon mal sagen. Ein Fest des Feuers und der Leidenschaft und der Ekstase und Liebe und Fruchtbarkeit natürlich und der Gott und die Göttin vereinen sich. Hm. So, also es ist keltisch, deshalb ist nicht mein Gebiet. Ich kann gleich was zu dem römisch-antikischen Pendant dazu sagen. Ja, genau. Am 30. April bis 1. Mai feiern wir. Es ist ein Sonnenfest, auch Maifest genannt, auch Wegesfest genannt zum Beispiel. Und wenn man das mit dem Mond berechnen möchte, also wenn man das gerne feiert nach Mond, dann wäre es der 5. Vollmond des Jahres. Vielleicht können wir ja nebenbei mal gucken, welcher das wäre. Aber das macht wahrscheinlich eh keiner. Genau. Gott und Göttin heiraten, finde ich total geil. Höhepunkt der Fruchtbarkeit für Tiere und Pflanzen auch. Sehr cool. Ja, und auch in super vielen Kulturen gefeiert. Also
gerade hier so im europäischen Raum mit Blumenkronen und Tanz und super schön. Kann ich nur zustimmen. Hast du schon was gefunden? Bei den Monaten, ja, also wenn wir den Mond nicht geben, da die Vollmonde. Das sind nur die indianischen Monde hier. Ist das das? Die indianischen Monde? Ja, die haben auch noch besondere Namen. Ja, alle hier am Gucken erstmal. Der Mai-Vollmond ist der Blumenmond. Das ist der Blumenmond, der Wonnemond, Maispflanzmond, Hasenmond, so wird er genannt. Maria. Ach, der Hasenmond, ja genau. Bei Sabrina feiern sie den Hasenmond, oder? Nee, das war das Ostara-Fest. Ja, schade. Ja, das ist der Mai. Also Blumenmond passt schon, finde ich, irgendwo ganz gut. Der nächste wäre der Rosenmond, hätte auch irgendwie gut gepasst, hat auch so ein bisschen dieses feurige, sonnige. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall viel Tanz und Spaß. Ja, ich finde, es ist so dieses, es wäre der 1. April tatsächlich, der 5. Vollmond. Ah nee, das ist Neumond, vergiss es. Ja, stimmt. Ja, okay. So wie dazu. Dann weiß ich es nicht. So, wir lassen es jetzt einfach. Es ist der 5. Schreibt's. Vollmond des Jahres. Ja. Schreibt es in die Kommentare, falls ihr es wisst. Wir lesen den Kommentar und bedanken uns. Ich finde, es ist das Valentinsfest der Hexen. Ja. Weil du halt so viel auch Herzsymbolik hast und dieses Rot und Blumen und so. Passt schon. Ich schmücke auch immer auch so gerne den Altar mit irgendwie so Apfelblüten oder Rosen. Ja, das ist schon echt gut. Deshalb, oder kann ich jetzt gerade, apropos Blumen und Rosen, kann ich ja mal die Ecke schlagen rüber zum römischen Fest, was auch zu der Zeit gefeiert wird. Und zwar ist das Floralia. Und Floralia ist 27., 28. April ungefähr, also auch um die Zeit rum. Und da wird die Göttin Flora, die Blumengöttin, die Tanzende, quasi ist eine ganz junge Frühlingsgöttin, wird gefeiert. Und da ging es dann tatsächlich sehr ab. Also die haben Orgien gefeiert, da haben Prostituierte getanzt, das war alles in Ordnung und das war alles richtig. Und da gab es Theaterstücke und Zirkus, also römischer Zirkus heißt Gladiatorenkämpfe und andere. Also es gab Blutvergießen, Sex und Liebe und Tanz. Und ich finde, fängt eigentlich den Beltane-Vibe auch ganz gut ein. Hört sich nicht schlecht an. Nee, ne? Ich habe mal gelesen, dass vom Beltane-Fest her sogar diese Behauptung kommt, dass Hexen immer mit dem Teufel im Bunde stehen, weil man wohl damals ja natürlich auch viele Orgien gefeiert hat und man hat immer eine Frau als Hohepriesterin verkleidet und einen Mann als den Gehörnten und man hat wohl auch eine Ziege angebunden, um auch nochmal den Gehörnten zu repräsentieren. Und da kommt es her, dass da, ja. Also ich meine, stell dir vor, der Dorfbewohner Herbert läuft da dran vorbei und sieht das genauso zur Gisela und erzählt ihr das. Ja, das ist ja auch hier. Ich glaube auch, mit der Ziege sagst du was. Also die wurde auch da bei Floralia und so weiter mal rituell geopfert oder freigelassen, sind da rum. Und ich glaube, da kommt einfach auch dieses typische Bild her von dieser nackten Frau, die um ein Feuer tanzt. Mit der Ziege oder auf der Ziege reitet oder so, ne? Jetzt reden wir mal darüber, was machen wir zu Beltane? Wie schmücken wir vielleicht einen Altar oder wie könnte man den Altar schmücken? Was könnte man Schönes machen? Dann lassen wir jetzt mal Sam zu Wort kommen. Du bist von irgendwie immer so schön. Ja, ich weiß gar nicht so viel, was ich sagen soll hier. Ach, einfach reden. Teile uns deine Gedanken mit.
beim Altar. Ich habe ja letztes Jahr war ich beim Hexenkessel-Liebe noch nicht dabei, leider. Und dieses Jahr kann ich wahrscheinlich auch nicht mitfeiern, was ich sehr schade finde. Ich bin zu dem Zeitpunkt in Spanien. Oh, cool. Genau, da in Spanien. Und da ist es etwas unpraktisch. Aber ich habe letztes Jahr alleine gefeiert. Tatsächlich. Nicht groß. Ich habe einfach nur, da ich alleine zu Hause war, etwas gebacken und eben den Altar geschmückt. Mit Kerzen. Vielen Kerzen. Ich bin ein großer Kerzenfan trotzdem. Großer Kerzenfan. Und auch so Blumen drauf getan. Ich habe auch jetzt immer noch getrocknete Blumen immer auf meinem Altar. Einfach weil es eine schöne Sache ist. Meistens sind es gelbe Blumen noch dazu. Nicht irgendwie rote, sondern gelbe Blumen. Und ja, Kräuter. Halt so alles, was man auf einen Altar draufpackt, für passend fürs Jahreskreisfest. So ziemlich. Und Kristalle, damit es schön aussieht. Die Lea hat einen Stromausfall, hat sie mir gerade geschrieben. Die war weg. Ja, sehr cool. Also es muss ja nicht unbedingt rot sein. Also ich finde irgendwie rot ist so eine vorherrschende Farbe. Aber ich denke auch jedes Mal, wenn man jetzt den Altar nur rot schmückt, das ist dann immer ein bisschen schwer alles. Weil rot so eine erdrückende Farbe ist so ein bisschen. Aber ja, das finde ich total cool, auch mit den getrockneten Blumen. Ich habe auch ganz oft getrocknete Blumen drauf. Ich gucke halt immer, ich hole dann immer, wenn ich mal im Angebot oder irgendwo billig sehe, dann hole ich mir so zwei rote Stubbenkerze, stelle ich rechts und links hin, dann irgendwas anderes. Meistens habe ich die Tarotkarte von den Liebenden mit drauf. Mhm. Das finde ich ganz schön. Ich kann auch die Tarotkarte noch draufpacken. Ja, so alles, was ich irgendwie halt mit Liebe assoziiere, aber es soll nicht zu kitschig auch sein. Das soll ja auch noch schön aussehen immer. Deswegen gucken wir immer so ein bisschen, genau. Ja. In Spanien. Aber ich glaube sogar, in Spanien blüht da ja einiges und vielleicht findest du ja irgendwie einen Zweig, dass du den wenigstens irgendwie auf eine Fensterbank legen kannst. Irgendwas finde ich schon da, was ich dann mitnehmen kann, auch wieder. Und wer weiß, vielleicht feiert die Familie auch irgendwas, zu der ich hinkomme für diese Woche. Oh, schön. Und man weiß nie, ja. Man weiß nie, was einen erwartet. Tatsächlich weiß ich fast gar nicht, was mich erwartet. Ist das ein Schüleraustausch, oder? Ja, es ist Erasmus-Austausch. Oh, schön. Und da gehe ich jetzt zu der einen in Spanien und danach kommt sie 2 Wochen danach zu mir, weil das ja bei uns wegen Corona verschoben wurde. Ich wäre ja eigentlich schon im Februar gegangen, aber jetzt bin ich erst im Mai weg. Leider. Obwohl, es ist auch schön, weil jetzt ist es da halt auch wärmer und nicht so kalt. Kannst wenigstens ein bisschen Sonne tanken. Ja, da freue ich mich schon drauf. Ich habe auch mal hier bei meinen Aufzeichnungen geguckt. Und zwar heißt zum Beispiel Beltane, es heißt ja Beltane oder Beltane. Nachdem, wie man es aussprechen mag, oder bei Purgisnacht, das haben wir noch gar nicht genannt hier, glaube ich. Nee, das Bell heißt strahlend, leuchtend, glänzend. Das ist natürlich cool, ne? Also auch so Feuer und sowas, Tanz. Mhm. Und das ist halt so die Zeit, wo sich die ganze Natur jetzt letztendlich wirklich erneuert. Wir haben ja Imbolc, wo das Licht wiederkommt, Ostara, wo dann wirklich anfängt, alles so wieder zu kommen und da strotzt es dann langsam bis Lita. Dann hast du das alles in vollem Saft und das ist schon toll, auch wenn du da überlegst, wie das früher für die Menschen war, als sie noch auf alles angewiesen waren. Also das erwähne ich jedes Mal bei den Jahreskreisfesten, aber ich finde es halt so wichtig, sich nochmal klar zu machen, weil heute können wir das gar nicht mehr nachvollziehen, wie das ist, so auf die Natur und alles angewiesen zu sein. Ja. Und früher war das ja eben so, dann, ich glaube, das war so die Zeit, wo du endlich wieder aufgeatmet hast, ne? Da hast du so die Osterlämmer und alles gehabt. Ja, sehr schön. Das muss man auch feiern. Ja, dann gucken wir mal, was für Symbole gibt es so oder welche Opfergaben könnte man bringen? Du hast ja eben schon was genannt. Gebackenes. Gebackenes geht immer. Ja.
Was backst du da so? Also letztes Jahr habe ich einen Kuchen gebacken, einen Bergenkuchen. Nichts Besonderes, es war einfach ein normaler Kuchen, wo ich noch Beeren reingetan habe. Auch nicht irgendwie Sahne oder sowas, weil ich da selber ein bisschen doof drauf reagiere. Einfach so ein schlichter Trockenkuchen eigentlich, schon fast den man im Laden bekommt, aber dann doch wieder noch fruchtig und saftig wegen den Beeren dann. Das war nicht schön. Passt auch zu der Zeit wieder. Ja, schön. Ich habe auch, also ich backe dann auch ganz oft. Ich backe meistens mit meinen Kindern irgendwie so Herzen oder so. Also ich denke normale Weihnachtsplätzchen. Aber die kann man ja auch so ein bisschen einfärben mit Lebensmittelfarbe. Das ist immer ganz süß. Und ich finde halt allgemein, backen kannst du zu jedem Jahreskreis einfach. Das ist immer eine schöne Opfergabe. Was aber auch gut ist, ist zum Beispiel ja wieder Vogelfutter in die Natur schmeißen oder sowas. Ja. Das ist sehr wichtig auch. Alles, was rot ist, passt auch. Also so rote Trauben, rote Früchte, Granatäpfel passen gut. Rotwein. Aber auch Fleisch. Wer Fleisch mag, Lamm und sowas passt auch. Ja klar, zu Ostara kamen die Lämmer ja dann letztendlich. Genau. Dann gucken wir mal, wie könnte man Ostara feiern, wenn man im Besenschrank sitzt? Im Besenschrank sitzt. Das sind die, die zu Hause sind und wo die Eltern das nicht wissen dürfen, weil es sonst Stress gibt zum Beispiel. Also jeder, der es noch so ein bisschen verstecken muss. Klingt nach mir. So ein bisschen zumindest. Ja, das ist. Also, an sich könnte man es mit dem Hexenkessel-Liebe-Server feiern, wenn man eben die richtige Uhrzeit erwischt und auch. Wenn man Glück hat und die Eltern schon schlafen sind, da kann ich dann von Glück reden. Meine gehen ziemlich früh schon schlafen, da habe ich dann immer meine Ruhe. Obwohl, doch, die sind jetzt auch schon weg. Die gehen schon immer so 19 Uhr gefühlt schon ins Bett. Das ist ein bisschen, ich verstehe, kann es gar nicht nachvollziehen. Aber da kann man auch alleine, habe ich ja auch gemacht. Ich war auch draußen. Nicht zu spät, aber ich war auch kurz draußen. Wir haben bei uns in der Nähe einen Wald, da war das ganz nützlich. Da war ich dann einfach im Wald und habe eine kleine Kerze mitgenommen fürs Licht. Natürlich vorsichtig sein, nicht, dass man irgendwas anbrennt. Das wäre unpraktisch, wenn man hier einen Waldbrand auslöst. Also da immer vorsichtig sein, aber ich war dann draußen mit der Kerze, ich habe ein bisschen meditiert, mich ein bisschen entspannt und alles Mögliche. Danach dann eben noch, nachdem der Kuchen fertig war, den Kuchen gegessen. Ja, genau, Also. das ist ziemlich gut. Also alleine dieses Rausgehen muss ja nicht so was Riesengroßes sein. Es kann ja auch Ja. was Kleines sein, immer. Auch einfach mal vielleicht einen Spaziergang machen und dabei wirklich die Natur beobachten, was sich gerade so tut, ist auch mal ganz gut. Man könnte theoretisch auch basteln. Basteln ist auch immer eine tolle Sache. Mit Sachen, die du draußen findest, Stöcke oder auch, ich habe das Wort vergessen, aber man kann es ganz einfach mit Stöcken und allem Möglichen kann man auch kleine Sachen basteln und das ist auch einfach alles, was mit der Natur so ein bisschen zu tun hat. Ja, ich mache das auch gerne, dass ich also dann vielleicht eine rote Wolle irgendwie nehme und dann, keine Ahnung, mit einem Stock nehme, den aufhänge und dann irgendwas da dran binde, was halt dazu passt, so von der Energie her. Das ist auch immer ganz Ja. schön. Oder auch Sachen, die man halt einfach, was ich gerne mache, ist Sachen aus der Natur mitbringen. Halt Sachen, die rumliegen, jetzt nichts irgendwie abmachen, sondern wenn ich einen schönen Tannenzapfen sehe oder so, dann nehme ich den mit, dann lege ich den auf den Altar, so als. Als Würdigung des Gegenstands einfach. Und Meine getrockneten Blumen, die sind auch alle runtergefallen, nicht abgepflückt, die sind aus der Natur runtergefallen und ich habe die halt dann mitgenommen. Und ich habe auch noch von letztem Herbst habe ich auch noch ein Herbstblatt, was ich gepresst habe, oh, das ist weil es so schön. schön ist. Es ist ein großes Blatt und es hat schöne Farben. Immer noch tatsächlich, wo ich sehr überrascht bin, die Farben sind noch da. Sie sind zwar etwas verblasst mittlerweile, aber sie sind noch da und es ist einfach.
immer wieder Sachen aus der Natur mitbringen, trocknen, pressen. Das ist einfach eine schöne Sache. Ich habe auch... Und ein großer Aufwand. Was auch schön ist, ist zum Beispiel so ein paar Blumen pflücken auch, die pressen und dann vielleicht einlaminieren und als Lesezeichen zum Beispiel benutzen. Das ist auch immer super schön. So geht es auch, ja. Und dann auch so einen kleinen Frühlingsreminder. Okay, schauen wir mal. Also Götter, die verehrt werden an diesem Fest, sind ja zum Beispiel Dionysos. Ist klar, der steht für Lust und Liebe und für Feste. Aber wir haben auch Bel oder Aradia, Odin, Frigg, Kernunos, Rhiannon, Aphrodite, Venus, klar. Aphrodite, Venus, Isis und Lilith und Astarte, die sind alle Liebesgöttinnen, die passen natürlich perfekt. Und natürlich Pan, der darf nicht fehlen. Der gute Pan. So. Kristalle für dieses Fest. Wer das hat zu Hause zum Beispiel, wäre ein Rosenquarz natürlich sehr gut geeignet. Den könnte man sich auch einfach den Tag über mitnehmen. In der Hosentasche, wenn man einen hat. Aber es geht auch ein Mosachat oder ein Turmalin. Also da geht echt einiges. Auch ein Granat, halt alles, was so rot ist, Karneol und so, die kann man gut mitnehmen. Was man auch machen könnte, ist, wenn man Räucherstäbchen hat, vorausgesetzt, dass man einfach eins mitnimmt und während dem Laufen im Wald einfach abbrennen lässt, so als Rauchopfer. Das ist immer ganz schön. Oder man steckt so in den Waldboden da, wo es nicht trocken ist, das nicht abfackelt und meditiert einfach mal eine Runde oder so, das ist auch schön. Kennst du diesen Maibaum? Wir haben in unserem Dorf haben wir immer einen Maibaum stehen. Einen ziemlich großen tatsächlich auch. Ich würde fast sagen, in diesem kleinen Dorf, wo ich tatsächlich wohne, haben wir einen größeren Maibaum gehabt als in der Stadt, wo ich davor gewohnt habe. Das ist wirklich, der ist riesig. Ich weiß gar nicht, wo die den Baum herkriegen. Und der ist immer ganz schön dekoriert und er steht gleich am Rathausplatz, also auch gleich in der Mitte vom Dorf und das ist auch, ich sehe den dann halt jeden Morgen immer, wenn ich zur Schule fahre, muss ich ja irgendwie leider. Und da sieht man auch den Maibaum dann immer. Total cool, weil der Maibaum ist ein heidnisches Symbol. Also das kommt aus unserem Heidentum tatsächlich mit dem Maibaum. Und das ist ganz cool, wenn der irgendwo rumsteht, dann hat man so mitten zwischen allen Leuten diesen Maibaum da stehen und eben dieses Symbol für Beltane. Wir haben einmal am Fest so einen Mini-Maibaum gemacht, hatten wir so einen Stock, dann haben wir in so einen Blumentopf gesteckt. Und den haben wir mitgenommen und dann haben wir da noch der Schnüre dran gemacht, bunte. Und bei uns gibt es irgendwie Leute, die laufen mit Schnüren durch den Wald und machen an die Bäume bunte Schnüre dran. Das ist auch tatsächlich so ein Ding. Das ist auch sehr cool. Ja, ist cool. Also bei uns sieht man das leider weniger. Ich glaube, man muss nur aufpassen, dass man ein bisschen schaut, dass die so befestigt sind, dass sie keine Tiere strangulieren oder sowas, keine Ahnung. Ja. Immer ganz schön, wenn man drauf achtet, ein bisschen Umwelt, dass man hier nichts kaputt macht und nichts, keine Tiere gefährdet. Da muss man immer ein bisschen drauf achten. Auf jeden Fall. Und man sollte drauf achten. Ja. Und übers Feuer springen, das ist auch eine Tradition. Das machen wir tatsächlich jedes Jahr. Und zwar soll dieser Feuersprung, du sollst quasi durch diesen Sprung über das Feuer gereinigt werden durch das Feuer, um dann gestärkt in den Rest des Jahres reinzugehen. Finde ich eigentlich ganz schön, so als Tradition. Ganz cool. Und anscheinend gibt es auch noch den Brauch, Haferschleim am Feuer zu kochen. Weiß ich jetzt nicht, ist jetzt nicht so meins, aber... Bei mir wäre es dann wohl eher Stockbrot. Oh ja, das ist auch geil. Klar, am Maifeuer gibt es auch, ne? Diese großen Maifeuer oder Osterfeuer, die sind auch heidnische Symbole. Total witzig. Und was wir haben noch zum Beispiel ist, wir haben einen Maimann. Das ist total krass.
Der Maimann, das ist irgendein Dorfbewohner, da meldet sich immer jedes Jahr einer und der wird komplett in Zweige und Äste eingepackt. Und bis du kein Mensch mehr siehst, sondern nur noch Äste. Und dann läuft er mit so einem Korb von Haus zu Haus. Ist super anstrengend, weil es ist ja echt. Und die haben immer 1000 Zecken danach. Aber der läuft dann von Haus zu Haus und sammelt Eier und dann wird das für das ganze Dorf eben ja, Rührei gemacht. So. Und wenn noch Würstchen gebraten, das finde ich auch total cool. Das ist auch super heidnisch. Aber wird noch praktiziert hier bei uns. Ein Maimann, davon habe ich noch nie gehört. Wäre mal interessant zu sehen, sowas. Ja, ist echt spannend. Aber jetzt leider mit Corona auch nicht im Moment. Schade. Es gibt leider an sich nicht viele Rituale oder so, die gemacht werden, außer dem Maibaum. Obwohl ich da glaube, dass es so ein bisschen daran liegt, dass das Dorf doch so verklemmte Christen sind. Ja, die meisten. Das ist jetzt, wir sind halt eigentlich ist es ja ein komplett religiös, christisch, Christendorf, was ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann. Und das Problem ist auch, also bei uns ist es wirklich schlimm, weil da wird auch Christentum aufgezwungen im schlimmsten Fall. Und Kinder werden gehänselt, wenn sie nicht christlich sind. Das ist wirklich schlimm tatsächlich. Hm. Deswegen, dass da überhaupt ein Maibaum steht, ist manchmal schon eine große Überraschung. Ja, das haben die Leute zum Glück vergessen einfach, dass das dazu gehört. Was man auch cool machen kann, ist, wenn man wenn man zum Beispiel eine Badewanne hat, könnte man ein rituelles Bad machen. Vielleicht so ein paar Rosenblätter rein oder so, weiß ja nicht. Irgendwas für Selbstliebe. Oder ein Picknick machen oder auch einfach so intuitiv tanzen draußen. Ja. Auch sehr schön. Passt alles sehr gut zu dem Fest. Ja. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen geredet. Ich würde eigentlich sagen, man hat schon einiges über das erfahren. Ja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, bei dem Fest dabei zu sein, also es ist geeignet für jedermann auf dem Server. Das bedeutet, ihr könnt als Anfänger dabei sein, aber auch als alteingesessene Hexe, wie ihr mögt. Ihr müsst euch nur bei der Niki quasi melden und die trägt euch dann auf die Liste ein und dann seid ihr dabei. Es wird meistens so, ist es so eine Stunde bis zwei, je nachdem. Du kannst leider nicht dabei sein, schade, aber ja. Nächstes Mal. Nächstes Jahr. Jahr ist schon unser drittes sogar auf dem Server. Wir haben mit einem Beltane-Fest angefangen, die Jahreskreisfeste zu feiern, weil wir damals waren noch im Lockdown und alle wollten gerne feiern und dann haben wir gesagt, ach, dann machen wir das halt hier. Ja, so kam das. Und jetzt ist tatsächlich schon das dritte. Sehr, sehr nächstes cool. Mal bin ich dabei. Halte ich mir das Datum extra frei. Oder du kommst dann zu Lita. Ja, da bin ich dann auf jeden Fall wieder dabei. Ja, schön. Ist halt jetzt nur leider schade, weil ich eben nicht da bin. Ja. Aber ich denke, ich werde es trotzdem für mich selber ein bisschen trotzdem wieder feiern. Nur leider nicht in Ruhe. Bild aus Spanien rüber. Da kommt dann auch ein Bild. Cool. So, ihr Lieben, dann wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Beltane-Feiern. Es ist Walpurgisnacht angesagt und feiert, tanzt, genießt das Leben, wie auch immer. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hexenkessel-Liebe.